rausholen hier. Oh, Prost. Prost hier. Sprachnachrichten. Sprachnachrichten. Was ist das denn hier? Shiny Arm. Okay. Pulver Boys. Mhm. Sind wir, ne? Ja, ja. So, ich zeige euch mal, bevor wir hier... Ach, machst du ein bisschen Mucke? Was? Nö. Ja, du wolltest den kaputt schlagen, das meinte ich. Nee, nee. Ich mache immer, die nachbarfreundliche Variante, indem ich Ozono mache. Jetzt machst du ja wieder die ganzen Klamauk, ne? Oh ja. Trink doch einfach Wasser. Wasser, ja. War ein geiler Kommentar. Oder? Da habe ich geguckt, da habe ich geschrieben, guck doch einfach weiter im RTL 2. Da hat aber auch einer geschrieben, Albtraum, einer dümmer als der andere. Ja? Ja. Richtig. Genau. Wir sind dümmer als der andere. War immer noch schlauer als du. Ja. Denn nur wer Dummes tut, ist blöd. Nee, wie war das? Du bist doch der Kirchenmann. Nur wer. Nee, so Forrest Gump. Ja. Naja, liebe Grüße gehen raus und grüße nochmal deine Mutter. Du jo. Dreckiger kleiner H. So. Stimmung neutral. Das piep ich natürlich. Ja. So, hier, Leute. Auch wenn wir blöd sind wie Brot, ja. Wir bekommen die ganzen Sachen. Genau. Und ihr nicht. Ha! So als. So. Aber da ist ja nur der zweite Star drin. Da ist nur der zweite Star drin. Wir haben einen Star und noch einen Star und einen grauen Star. Ich zähle erstmal runter hier. Ja. 3, 2, 1. Moin Leute und willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Review-Channel für Gaming Booster. Im deutschen Internet weltweit. Hey Leute, wir haben uns hier versammelt in unserem Studio quasi. Ist ja quasi, es ist ja, es ist wie es ist. Und wir möchten euch jetzt was zeigen. Wir haben nämlich von Level Up 1, 2, 3, 4 Pakete insgesamt bekommen in den letzten Tagen. Und eigentlich wollten wir dieses Video, hätten wir schon früher aufgenommen, wenn wir Zeit gehabt hätten. Ja, aber. Aber es handelt sich ja auch um einmal einen Booster. Ja. Da gibt es eine schöne neue Box zu. Genau. Und natürlich den neuen Star im Sortiment. Den wir auch heute probieren werden. Ja, hol doch mal hier aus dem Kühlschrank. Ich kann euch auch zeigen, was hier in dem Paket angekommen ist. So, Frederik. Ach, noch mehr Kakao. Ah ja. So, warte mal. Ui. So, ich brauche ja nicht alle Boxen. Doch, kann ich kommen. Wir machen einfach alles. Hier, komm, ich hole sie alle raus. Einfach nur, damit wir zeigen können, was wir so haben. Genau, diese Proben sind auch sehr wichtig dafür. Ja, Proben. So. Ah, wunderbar. Also, liebe Leute, wir haben bekommen einige an wunderbaren Döschen. Proben gibt es alles gratis dabei. Super. So. Ja, was haben wir hier? Einmal die ganz tolle neue Shiny Shark Collectors Box. Woo! Kommt am... Ja, also bitte. Aber wir haben ihn ganz leicht runter gemacht. Oh, die haben ganz spitzen Karton. Oh. Kommt oh. Am 7. Oh. Juni morgen raus. Also jetzt habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung. Oh, stimmt. Gehen wir lieber zur Therapie. Ich mache gleich ein Beef-Video. Ja. Ja, wie gesagt, die schöne Collectors-Box von Shiny Shark. Das war ja war damals sogar bei Level Up vor Ort getestet. Stimmt. Was soll da alles wieder drin haben? Oh, wow, was ist denn hier alles Tolles drin? Ja. Schaut mal hier rein. Wir haben das tolle Armband. Oh, das ist super. Das ist natürlich der Kaufgrund. Ja, nee, das ist ja auch wirklich wie bei Wolfgang Petri damals. Ja. Für die, die es noch kennen unter euch, die jetzt noch keine... ganz toll. Oh, eine neue Karte. Mhm. Ich sag, wann kommt nicht das Booster-Pack? So, dann... Den Shaker. Den Shaker in blau sogar, ne? Das ist ja krass. Zum Drehen oder so ein bisschen transparent, dass man reinschauen kann. Oh, das ist immer gut, finde ich. Natürlich mit Shiny Shark Branding. Guck mal, und hier ist die Limited Edition von Shiny Shark. Ja. Hier, also das hier, das ist die Dose. War das Pfirsichringe, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Kiwi Dragon Food. Ja, okay. So, und die hatten wir schon mal getestet. Wenn ihr das Testvideo dazu sehen wollt, klickt einfach dahin und dann könnt ihr das testen. Das hatten wir, glaube ich, bei Level Up sogar im Studio gedreht. Kann ja, das war spontan da aufgenommen. Genau, das war richtig toll mit dem Logo da im Hintergrund. Ne? Das war ja richtig eine klasse Aktion. Auch. Genau, und mit dem Code PURBOYS gibt es da 15% off. Ja. Und ab, da gibt es ja noch die ganzen Probe-Packs, die wir auch dabei hatten. Ja. Ab 29 Euro Warenwert 5 Proben. Ja. Ab 49 10 Proben. Und ab 69 Euro 15 Proben. Wir haben natürlich alle 15 Proben, also nicht 15 verschiedene Sorten, sondern 15 insgesamt. Ja. Da haben wir zum Beispiel die Shiny Dragon, die Space Fruit und die Golden Fruits. Golden Fruits,
geile Sorte, das ist gut. Lohnt sich. So, und die haben wir alle, das haben wir alles hier bekommen. Ja, das wollten wir euch zeigen. Genau. Nach dem Testen einmischen wir dann jetzt nicht nochmal. Aber der neue Star ist ja der neue Gaming-Drink von Level Up hier, der gute Kaktus-Eis. Hier haben wir nämlich eine neue Dose. Schau mal. Das aber die Dose sieht wirklich hübsch aus. Ja, das passt auch, finde ich, ein bisschen zum Breitmanns. Mm-hmm. Und ja, was ja hier, es gab ja schon die drei, waren drei, ne? Oder vier Gaming-Drinks. Genau, wir hatten Nuke, Galaxy. Galaxy. Boah, und Shiny Dragon. Drei waren es. Genau, ich glaube drei waren es. Und das ist jetzt der vierte. Und hier ist auch vielleicht ganz spannend für einige, ist die Formel halt anders und wieder mit Zucker. Ja, bin ich mal gespannt, weil sonst waren immer die Gaming-Drinks, also die Energies von Level Up zuckerfrei. Und ja, Zucker ist ja auch ein Geschmacksträger, wie man bei uns sieht. Ne? Ja, ich zum Kochen, oder wenn ihr Frank Rosin geguckt habt, wisst ihr ja. Deshalb bin ich da sehr gespannt, wie das also, sag mundet. Aber, die alten Gaming-Dings waren halt ohne Zucker. Und wir hatten damals schon gesagt, man merkt da ein bisschen so einen Süßstoff so ein bisschen raus. Ja. Nicht so schlimm wie bei Gönnergy oder so, aber es ist schon, also war anders. Ja. Ne? So, jetzt haben wir hier Kaktus-Eis und hier ist Zucker drin. Ich sag euch mal ein paar Facts, damit ihr das wisst. Mhm. Wir haben hier Energie, 47 Kalorien pro 100 Milliliter, 12 Gramm Zucker. Das ist bei einer Hülse, so einer Hülse, 500 Milliliter, ist das natürlich 60 Gramm, ne? Das ist natürlich, ich sag mal, das ist ein Nachtisch. Das kann man schon so sagen. Ja, ja. Das ist ein Nachtisch. Aber es kommt auf den Geschmack an. Und wie oft, mal ganz ehrlich, das holst du dir mal, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn du im Rewe gewesen bist oder so, oder holst du das mal. Ihr könnt euch auch eine Palette bestellen. Die müsst ihr auch nicht alle an einem Tag auftrinken. Ne? Das ist ja jetzt auch so. Eine Sache. Ich bin aber jemand, wenn es gut schmeckt, ist für mich super. Eben, und Online-Shop ist da schon ausverkauft. Das gab es nämlich gratis zu bestimmten Warenwert dazu. Aber die gibt es da auch ganz normal im Einzelhandel und wir werden auch wieder in den Online-Shop reinkommen. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt schmeckt. Zitrone, Erdbeer, Orange, Kaktuseis. Ja. Das ist nämlich das, wir hatten doch schon mal eine Kaktuseissorte. Die haben wir zur Gamescom vor 2 Jahren aufgenommen. Wo wir doch gesagt haben, das schmeckt eigentlich ein bisschen nach was anderem. Also wir haben was anderes rausgeschmeckt und da haben wir Ärger gekriegt. Ja, stimmt, das hat einer geschrieben von den Besserwissern. Ne? Da kam er wieder. Ja, immer besser, macht immer die Videos. Die Experten da wieder auf dem Tisch da und so. Aber die war auch eigentlich schon ganz gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil das ist natürlich, das ist eine tolle Dose, das sieht toll aus. Ja, also die Soße ist wirklich schick. Ich habe heute auch so einen TikTok gesehen schon. Ja, hast du schon TikTok gesehen? Da haben sie natürlich hier oben den Verschluss abgetrennt, dann ein Kaktuseis im Kühlschrank gestellt, Stiel rein. Sieht auch ganz interessant aus. Ja, dann hol dir mal eine Flex. Ja, ist natürlich das Pfand dann auch weg, ne? Aber egal. Nö, da kannst oder? Du vielleicht, meinst das ja, geht vielleicht ja auch mit den Automaten. Das müsste ja noch gehen. Nee, das müsste ja gehen. Das ist ja an sich, ist das ja immer noch pfandwertig. Ja. Ne? Finde ich, nur weil der Deckel fehlt. Ja, stimmt. Wir müssen halt so eine Plastikkaschuhe mit dran machen. Kann ich ja nichts für, wenn der Hersteller das nicht ordentlich hinkriegt. Und dann ist abgegangen beim Aufmachen. Wenn ja, das passiert manchmal, ne? Weißt du auch nicht. Ne? So ein Dosenöffner da. So, jetzt auch genug gelabert. Wir haben viel zu viel Scheiße. Ja, klar. Aber ich wollte auf die Nutritions gehen. Was ist mit Koffein? 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Ja, das ist der Standard. Das heißt auf 160. Also das Standard Maximalding. Wie so ein Level Up, ne? Ja, ja. Boah, Mofi. Das riecht schon mal fruchtig und tropisch. Tropisch. Ich bin mal gespannt, wie das. Zum Glück kein Knoblauch, nee. Dann wird's da noch was mit dem Knutschen. Weil der Annette oder Sabrina. So. Ich hab da auch so Videos gesehen von dem von der Kirmes irgendwo, wo er aber auch mit so Presse-Ding rumläuft. Ja, ne? Müssen wir auch machen. Einfach mit Presse. Da bist du gleich eine andere für Gamescom. Das ist wie so ein Kostüm. Presse. Ne? Und den Helm aber nicht vergessen. So Ronsheimer-mäßig. Kriegsgebiet, Autoscooter. Ja, Gamescom passt ja auch. Ne? Da muss man schon aufpassen sein. Ja, da muss er aufpassen. So, dann Prost. Prost. Mhm. Ja. Trink nochmal, Frederik. Schmeckt dir gut? Tropisch. Erstes Gefühl? 9 von 10. Wie immer alles. Schmeckt perfekt. 9 von 10. Nur 8 von 10. Da, erstmal. Erdbeere, Orange, Zitrone. Ich will nichts sagen, aber die Erdbeere dominiert. Die Orange kommt hinten weiter. Weißt du? Orange ein bisschen weiter hinten im Gaumen. Ja. Ne? Und Zitrone eher so als frischer Spritzer, sag ich mal. Ne? Zitrone da drin. Oh, die Säure. Ah. Mmh. Ja, viel kann man trinken, ne? Schmeckt schon, also du hast ja diesen Süßstoffgeschmack nicht, ne? Was ja logisch ist. Dafür ist der Zucker halt drin. Ist halt sehr lecker. Also muss man halt natürlich für sich selber wissen, ob das dann für einen okay ist mit Zucker. Ist halt, müsst auch gucken, ob ihr Erdbeergeschmäcker mögt. Ja. Und wenn ihr so Kaktuseis mögt,
Dann werdet ihr das ummeln. Und das Gute ist ja, wenn das im Einzelnen ist, dann nimmt man einfach eine Dose mal mit zum, zum Testen und danach geht er auf levelup.com und Code PoorBoys, könnt ihr dann sparen, wenn das wieder lieferbar ist oder an der Kasse. Ne? Oder hier, denkt dran, ja. Die coole Collectors-Box. So ein natürliches Lachen, ne? So ein Billionärs-Laugh, ne? Wie von Dings, Jeff Bezos. Was denn, Sylt? Das sind doch nur die ganzen... Natürlich hier nochmal kurz zu. Ach so, ja, zeig doch mal. Oh, das ist einfach eine schöne Farbe. Das ist Kohlensäure auch drin. Ja, das ist richtig Kohlensäure. Na Katze. Ist auch teuer geworden, Kohlensäure. Müssen wir nur bei Wespen aufpassen. Ja. Ne? Wenn Wespen wieder kommen. Ey, ich habe dieses Jahr noch gar keine Wespen. Ne? Nee. Wo sind die? Ist das wegen der afrikanischen Zecke? Ja, wahrscheinlich, die so groß ist. Ja, die 2 cm Zecke. 2 cm, ja. Aber es war ja eigentlich gar nicht so kalt im Winter, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich war halt nass, aber nicht kalt. Ja, war viel Regen, ne? Mir soll es recht sein. Ja, ich mag Wespen. Wo ist eigentlich am Wurzelfisch? Kommen gleich hier die Insektologen wieder raus. Die Insektologen. Nein, weil die Wespe ist wichtig. Für, weiß ich nicht. Ich mag die trotzdem. Wir haben aber auch bei uns immer Hornissen. Ach ja, da wäre ich dann noch schlimmer. Das kann ich so gar nicht. Am Wespen, Bienen. Wir hatten letztes eine Hornisse. Letztes Jahr hatten wir eine Hornisse im Schlafzimmer, ne? Echt? Morgens aufgewacht, war die am Fenster. Mhm. Von innen. Da habe ich gedacht, oh, scheiße, ist dein Gewehr rausgeholt? Man darf sie ja nicht umbringen. Ach, deswegen habe ich sie einfach in meine Hände genommen. Ach so, ja klar. Da in so ein Glas und am Glas. Nö, gar nichts Glas in der Hand genommen, gut zugesprochen. Ja. Und habe gesagt, bitte stech mich nicht und nach draußen getragen. Hat natürlich genauso stattgefunden. Nein, schmeckt mir auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, am besten von den bisherigen Drinks. Aber Zucker, muss ich ja selber wissen. Fragt ihr am besten eure Eltern, wenn ihr da noch nicht 18 seid. Es ist jetzt nicht zu Diabetiker. Also wenn ihr Diabetes habt oder so, dann würde ich das jetzt nicht trinken. Das wäre so, als wenn ihr eine Cola ganz normal. Das ist halt klar. Als ob man Red Bull trinkt, Effekt, Monster Energy, Rockstar. Aber Rockstar, Monster Energy, alles Plörre, die ganze Scheiße, ich kann es nicht mehr ertragen. Also, was ich wir haben 2 Marken, die finden wir gut, aber der Rest ist alles Müll. So, und die, also meine Meinung. Ja, nur deine Meinung. Hier finde ich der Kaktus Eisgeschmack ist sehr gut, finde ich, getroffen. Mhm. Ich mag das sehr gerne. Wie gesagt, da trinkst du jetzt nicht jeden Tag, aber für die Zeit, jetzt gerade wenn es warm ist, weißt du. Perfekter Drink hier vor EM. Gerade, ja genau, vor EM da. Deutschland. Deutschland. Wenn du dann da in der Public Viewing und dann. Mit seinem Check24-Shirt, ne? Mit dem Check24-Nationaltrikot oder vom Lidl oder so und dann Attacke. So. Früher gab es noch was von Nivea, ne? Da wollte ich gerade sagen, da war der Löwe auch noch Werbepartner. Ja. Ne? Da war ja noch ganz andere Zeiten. Ne? Das ist ja Privatier. Also, geschmackmäßig. Ist gut. Wir haben Code PoorBoys 15. Könnt ihr auf das gesamte Sortiment sparen. Aktuell kommt da die Shiny Shark Collectors Box rein. Und wenn die auch wieder im Handelshop sind, gilt der Code natürlich auch. Wir haben sonst im Einzelhandel, weiß ich, bestimmt Rewe. So noch Kaufland. Kaufland oder so ein Edeka. Aral. Edeka. Netto. Stimmt, ja. Edeka ist aber immer hier so nicht so viel. Netto oder. Netto. Ja, kommt überall. Werdet ihr ja sehen an diesem schönen Design hier. Und schreibt mal in die Kommentare. Ist das schon ein paar Tage raus? Habt ihr das schon mal ausprobiert und im Einzelnen gefunden? Und wie schmeckt euch das? Und wie findet ihr das Design der Shiny Shark Box? Würde uns brennend interessieren. Ja, ich halte die ganz unauffällig immer in die Kamera. Mhm. Ja, ja. Das ist, nennt man so psychologisches Unterbewusstsein. Du bist ja Verkaufsprofi, ne? Ja. Mhm. Ganz unauffällig. Schreibt es in die Kommentare hier unten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns wieder wie immer über einen Daumen nach oben freuen und die Abo-Glocke läuten. Nur so 1-2 schlaue Kommentare. Ja. Weil dieses Jahr ist ja noch nicht so viel Abos gewesen, aber bis Ende des Jahres wollen wir schon mal 4.000 voll haben, ne? Oder 40. 40, ja. Vielleicht werden wir noch gehypt. Ja, wenn wir bald, können wir nicht auch YouTuber-Beef anfangen? Stimmt. Gamescom. Einfach Gamescom machen. Ja. Für die Abos. Einfach da vor dem Red Bull-Stand hinscheißen. Dann halten wir von euch. Ja, ja. Dann halten wir von euch. Mit Skurros zusammen hier. Skurros. Ja. Und meins Ribéry. Oh, in den Kommentaren mehr gelesen. Nein, wie gesagt, wisst ihr Bescheid und. In dem Sinne, wir uns jetzt verabschieden für heute Abend. Verabschieden. Und wiederschauen und reinhauen.